Hi zusammen, Faktor 4. Ja, gleich nochmal ein Video hinter. Eben gerade, wo ich das Hydra-Video fertig habe, lese ich im Plarium-Chat. Sie haben uns informiert, dass eine neue Fusion ansteht. Was auch sonst. Die vermutlich mit dem Update kommt, der das Dupe-System enthält und eventuell die Hydra. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall der nächste Patch. Worum geht es bei der Fusion? Also, fangen wir mal an. Der Start der Fusion, es ist ein Champion-Fragment-Event. Also wieder eine Fragment-Fusion. Ich hoffe, das bleibt auch nur Fragment. Champion-Fragment-Event? Ich komm mal was gucken. Ist denn, wenn man... Moment, ich will jetzt was kurz recherchieren. Gut, Champion-Fragment-Event ist dasselbe wie letztes Mal. Also ist auf jeden Fall, gleich wie bei Vlad, nur Fragmente, keine Champions. Das ist die Aussage, die wir jetzt gekriegt haben. Es ist ein Demon-Spawn-Champ, also Dämonenbrut. Jetzt kommt das Verwunderliche, was mich erst gewundert hat. Und zwar ist es ein epischer Champ. Typ Support Affinity Magie. Und er sagt, er wird sehr hilfreich sein in schweren Doom Tower Stages und besonders gegen Waves, die ständig heilen und so weiter. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Champion einfach mal an. So, gehen wir mal auf die... Moment. Manchmal könnte ein Klick mehr nicht schaden, ne? So. Da ist er. Also aussehen natürlich, sie sehen ein bisschen wespenmäßig aus. Er sieht schon mal krank aus, ja. Also Design können sie ja. Wir können ihn auf jeden Fall testen, das bin ich mir fast sicher. Und die Frage ist, ob das wirklich ein Epic ist oder ob das ein Tippfehler ist. Ich könnte mir vorstellen... Nein, ist richtig. Alt, stopp, sie schreiben... Es ist so, das ist richtig. Okay, alles klar, ist nachgefragt worden schon von anderen Content-Creatern. Und sie sagen, ist ein bisschen differenzierter und vor allen Dingen einfacher, die Fusion. Also war direkt nach Vlad jetzt die Fusion. Wir müssen aufpassen, bin ich der Meinung, denn es könnte ja sein, dass sie damit natürlich schon ein bisschen Ressourcen rausnehmen wollen für die gute Weihnachtsfusion. Ah, das wird kritisch. Mal gucken. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, gehen wir mal weiter. Also das ist die Optik von dem Champ. Und Wildrax heißt der. Die Skills. Denkt Leute, epischer Champ, ne? Also, die A1 greift den Gegner zweimal an. Jeder Hit hat eine 30%ige Chance, einen Leadschieber für 2 Runden zu applyen. Nichts Besonderes. So, die A2. Ein AOE greift alle Gegner an und hat eine 75%, ich vermute gebuckt, 100%ige Chance, einen Hex-Debuff für 2 Runden zu applyen. Wieder was mit Hex, hm? Dann Schwärm, der Horrorschwarm. Ist ja auch nicht schlecht. Die A3 greift alle Gegner an. Hat eine gebuckt 100%ige Chance, vermute ich, die Duration von allen Debuffs um eine Runde zu verlängern. Und wenn er einen Gegner angreift, der einen Hex-Debuff unterliegt, hat er noch eine 60%ige Chance, einen von seinen Skills auf Cooldown zu setzen. Hm, okay. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, wobei das wahrscheinlich dann 80% sein werden. Aber gut. So, dann haben wir noch den Passiven. Hat eine 10%ige Chance. Das habe ich noch nicht gelesen. Das kenne ich noch nicht. Diese Mechanik ist neu. Das heißt, wenn ein Gegner einen Hex-Debuff unterliegt, klaut er 10% des Heals. Von dem. Das ist ja auch nicht schlecht. Also kriegt jemand 10k Heal, bekommt er einfach 1000 Heal davon. Noch nicht schlecht. Wirkt natürlich nicht gegen Bossen und der Wert ist derselbe wie vom Original-Target. Okay. Außer, wenn der Heal basiert auf den gegnerischen LP basiert, dann wird das mit seinen LP skalieren. Okay, also hypothetisch. Es gibt Heilungsskills, die sagen, ich heile dich einfach von dem Heilenden, also der Heiler selber von seinen LP. Dann kriegt er einfach fake flat 10%. Also spricht von 10.000, 1.000. Basiert der Heilungseffekt aber von Passiv-Skills oder von Aktiven, wo steht von den Ziel-LP, dann zählen von Wildrax die LP, weil er logischerweise dann mit den 10% das Target ist. So, was soll man zu seinen Skillset sagen? Ja, ist jetzt nicht die Welt, würde ich sagen, aber wenn es ein epischer wird, vermute ich mal, dass das ein sehr, 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 sehr einfaches Event wird. Wenn es schwer wird, dann, ja, ich denke, wir werden ihn vorab testen können, denn ich glaube, wir kriegen den Testserver-Zugang. Das heißt, wir werden auf jeden Fall vor das Skillset testen können, um euch dann zu sagen, ob es sich lohnt oder ich euch sagen kann, ob es sich lohnt oder nicht. Das werden wir natürlich wieder live im Stream machen.
Definitiv. Und ja, der 24., mal gucken, der 24. ist am nächsten Mittwoch. Ja, also dann wird auf jeden Fall eventuell ein Testserverzugang zur Verfügung stehen. Es wundert mich, dass sie am Mittwoch eine Fusion starten. Und dann so kurz vor der Weihnachtsfusion. Na, ob das nicht nach hinten losgeht, wir wissen es nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nee, Hydra haben wir gesprochen beim letzten Video. Wir haben drüber. Achso, genau. Genau. Ich wurde dann schon, ja, jetzt gleich während des Videos nach dem Discord gefragt, ja, wie sieht's aus mit dem CB-Simulator für den neuen Hydra-Boss. Bei dem Hydra-Boss, habt ihr ja, schaut euch das Video an, das ist jetzt direkt das Video davor, das ist extrem, was da auf uns zukommt. An Clan-Boss auf jeden Fall komplett neu, das wird definitiv anders. Und was man sagen muss, ist es so, dass in diesem Skillset von dem, oder der Boss, na, guckt euch mal den Gegner, ja, der hat wieder zweimal Block Revive gesetzt, das ist immer so. Egal, machen wir gleich mal Stopp. Was ich sagen will, der bekommt ein Skillset, was sich nicht so leicht in der Rotation darstellen lässt, wie beim jetzigen Clan-Boss. Denn der jetzige Clan-Boss fährt eine feste Rotation. Der neue Clan-Boss entscheidet, je nach Skillzuständen, nach, wie sagt man, nicht nach Skillzuständen, sondern nach Buffanzahl, ob er geköpft wurde oder nicht. Also ob der Boss oder zumindest der Stadium des Gegners nicht derselbe ist. Sprich, wenn er geköpft ist, hat er seine Passive zählt nicht oder er macht irgendwelche Skills nicht oder. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine heftigere Hausnummer, als es bisher war. Deswegen vermute ich, dass es nicht so einfach wird, diesen CB auf die Schnelle darzustellen. Das heißt, da müssen wir uns einfach gedulden, ob es möglich sein wird oder ob ich schaffe, den Clan-Boss-Simulator dahingehend im Prinzip den kompletten Kampfverlauf darzustellen. Es wird nicht einfach. Machbar ist es. Machbar ist alles. Also, ja, warten wir einfach mal ab, was draus wird und dann entscheiden wir, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, also, ich kann euch das noch nicht sagen. Das wird die Zeit zeigen. Es wird auf jeden Fall nicht leichter. Nur dazu sagen. Schwerer geht es immer, aber es wird auf jeden Fall nicht leichter. Okay, damit hätten wir dann soweit alles geredet. Ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Mehr wüsste ich nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend im Stream oder im nächsten Video. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch eine News heute, dass wir dann gleich nochmal ein Video machen können. Ja, und dann sehen wir uns bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.